seit über 30 Jahren kommt hierher, wer an kurzer Zeit praktisch einsetzbare, kommunikative Fähigkeiten in Russisch, Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Persisch oder Koreanisch haben will. Ich arbeite beim Auswärtigen Amt im Sudan und das ist auch so mit der Hauptgrund, weshalb ich Arabisch lerne. Was glauben Sie, wie viele Buchstaben sind da enthalten? Wie viele Buchstaben stehen da? Acht Buchstaben stehen da, ganz genau. Spielerisch alle Sinne ansprechen ist das Motto. Und aus dem Buchstabensalat werden erste arabische Worte. Diese Art des Lernens mit dem ganzen Körpereinsatz macht es leichter für mich, mich mit diesen völlig fremden Schriftzeichen und auch mit der völlig fremden Ausdrucksweise mich zu identifizieren. Und jetzt alle vier Zischlaute, die wir im Russischen haben. Und? Oh, das war aber gut. Also erster Ton, vierter Ton, dritter Ton, ne? Mama, Mama. Ich möchte gerne in China ein Praktikum machen, in Peking. Dito, Nanjing. Nanjing, Dito. Nanjing, Dito. Nanjing, Nanjing. Ah, ich habe nicht mehr. Nanjing, Dito, nicht mehr. Ich habe einen Film. Ein Film. Sehr günstig. Tamam, Taib. Das wird immer wieder das von der vorhergehenden Stunde aufgegriffen, wiederholt, aber dann wieder in anderen Worten, also in den Worten eines anderen Dozenten. Das heißt, es gibt permanent Überschneidungen und das hat einen sehr hohen Lehreffekt. Super, war genau das eigentlich, was ich erwartet habe.